Das war wohl diese Tussi, die hier, ja, die Daedra-Fürstin, die Lokale, die hier das Sagen hat. Sai war genau hier. Wir hatten ihn. Wir waren so dicht dran. Warum sorgte man dafür, dass ein Folterer aussieht wie Tarn? Tarn hat Sai immer verspottet. Er machte ständig Witze auf seine Kosten. Sai hat nie darauf reagiert, aber ich weiß, wie tief es ihn getroffen hat. Die Daedra müssen das gespürt haben. Aber ein Gutes hat das Ganze. Es hat wesentlich mehr Spaß gemacht, einen Doppelgänger zu erschlagen, der aussieht wie Tarn. Ja, gut. Das wäre dann interessant zu wissen, was dann Tarn gesagt hätte an ihrer Stelle. Aber was war das eben über das Dasein als Schwertsänger? Die Schwertsänger sind legendär. Sie waren eine Gruppe rotwardonischer Schwertmeister, die in der ersten Ära vom jokudanischen Kaiser Hira ausgelöscht wurden. Sahan verbrachte Jahre mit dem Versuch, ihre verlorene Kunst wieder aufleben zu lassen, doch er hatte keinen Erfolg. Das betrachtete er als sein größtes Scheitern. Der Doppelgänger missbrauchte also dieses Scheitern, um ihn zu peinigen. Und er nahm Tarns Gestalt an, weil dieser ein vertrauter Rivale war, den Sai insgeheim verabscheute. Stellt euch nur vor, wie es sich anfühlen muss, mit anzusehen, wie der eigene Erzfeind Erfolg hat, wo man selbst gescheitert ist. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Naja, doch, ich kann mir so einiges Schlimmeres vorstellen, aber gut. Vielleicht ist das bei Rotwardonen anders. Krasse Halle. Das Gute ist, in einem Solo-Verlies hat man ja dann Zeit. Die Gegner spawnen nicht dauernd nach. Man kann hier mal so ein bisschen was machen, okay. Naja, hier so ein Schwert mitnehmen. Bringt es jetzt, glaube ich, auch nicht. Aber kann ja mal gucken, ob es hier noch irgendwelche Schätze gibt. Es gibt auf jeden Fall zu lesen. Selbst am düstersten Ort gibt es irgendwie Lesestoff. Falls einem langweilig wird bei all dem Foltern, oder wie? Hier irgendwas machen mit den Dingern? Nö. Na gut, dann ziehen wir weiter. Ich hau mir aber mal hier irgendwie was rein. Verbrauchsgüter. Sondern hier Ausdauerregeneration. Habe ich das hier eigentlich? Oh. Dann würde mal ein bisschen Platz im Inventar. So. Ich schätze mal, dass es auch so drei Bosse geben wird oder sowas. Jetzt kommen wir erstmal in die Schwefelsteppen. Das sieht wieder sehr geil aus. Mit diesen fliegenden Inseln. Und da ist... Es scheint, als hätten wir unerwünschten Besuch in den Hallen der Qual. Dann wollen wir ihn einmal willkommen heißen, ja? Okay. Ja, finde ich gut. Die hört sich doch ganz freundlich an, die Dame. Weiß gar nicht, was die hier haben. Steht Euer auf. Freund hatte stets die Möglichkeit, sich selbst zu befreien. Er muss doch nur das Versteck des Amuletts der Könige verraten. Dann hey, Bogenschütze. Aber er war standhaft. Komm, wir räumen hier mal ordentlich auf. Und machen hier alles platt. Ich
Sieht echt cool aus. Aber hinter der nächsten Tür sieht es vielleicht dann nicht mehr so aus. Denn ihr werdet die Hallen der Qual nicht lebend verlassen. Okay. Das hier ist eigentlich alles Fallobst an Gegnern. Eine zweihändige Streitaxt, okay. Frag mich ja auch, ob es dann hier wieder so einen optionalen Boss gibt oder so. Das gab es ja da, wo wir Abnotarn befreit hatten. Das war irgendwie ganz witzig. Auch wenn ich dann krachend gescheitert bin, aber vielleicht gibt es ja hier auch sowas. Aber hier ist alles leer. Sagt mir einfach, wo das Amulett ist und wir können für immer zusammen sein. Wo ist das Amulett der Könige? Okay, jetzt haben wir dann eine Doppelgängerin von Lyris. Also erst ein Doppelgänger von Tarn, dann eine Doppelgängerin von Lyris, die ihn umgarnt. Naja, die... Vielleicht sind die tatsächlich ineinander verliebt und haben sich das nie eingestanden. Kaschitische Flasche, okay. Brauche ich irgendwie nicht. Sai lebt, aber er ist alles andere als in Sicherheit. Wir müssen uns beeilen. Frage ist dann, was dann der dritte Boss vielleicht ist. Also ich bin mir sicher, dass es dann noch eine dritte Variante gibt. Das ist dann vielleicht ein Doppelgänger von Waren, der an seine Loyalität appelliert. Herr, wo ist das Amulett? Wenn du es mir sagst, ist das alles vorbei und wir können endlich zusammen sein. Ja, okay. Kannst du gegen dein... Du hast ja so jetzt bereitwillig gegen Tarns Doppelgänger gekämpft, aber kannst du gegen deine eigene Doppelgängerin bestehen? Eindringlinge, sie sind hinter dem Amulett her. Keine Sorge, mein Herz. Meine Schwestern werden sich um dieses Ungeziefer kümmern. Sie scheint Kraft aus diesen Steinen zu ziehen. Zerstört sie! Schnell! Verführerinnen, Alter! Huch, bin ich erstmal runtergefallen. Das kann nicht echt sein. So ist es nicht zwischen Sai und mir. Nichts kann gewesen sein. Außer natürlich, du willst, dass ich dir wehtue. Naja, vielleicht in eurem Unterbewusstsein schon. Okay, der eine Stein ist weg. Das sind aber drei. Spell. So, jetzt. Okay, was macht die da? Im Gebüsch? Verführerinnen Scharfblick. So. Sagst du was? Das bin nicht ich. So bin ich gar nicht. Warum tut sie so, als wäre sie ich? Wir müssen diesen Schild vernichten. Wenn ich mit ihr fertig bin, wird es nicht einmal mehr eine entfernte Ähnlichkeit zwischen uns geben. Okay. Tut sie da ein bisschen... Ist das jetzt so eine Art Übersprungshandlung, wie sie reagiert? Ich werde diese Eindringlinge töten und dir ihre Köpfe bringen, mein Herz. Zwei. Wir sind zu dritt. Außen geholt!
ist schon mal weg. Das ist sehr gut. Von den Seiten. Und sieht sie so aus wie ich? Huch. Okay, das war komisch. Schulterschutz des Lebens. Oh, ist nicht schlecht. Mal gucken, was ich damit mache. So. Eine Truhe und ein Dietrich. Nett. Ich werde dich beschützen, mein Herz. Noch ein Stein. Boah, dauert ganz schön lange hier. Das sind drei Bogenschützinnen. Das ist nicht gut. Sie haben diese Gedanken aus seinem Kopf geholt? Ich verstehe das nicht. Vielleicht hättet ihr schon früher mal drüber reden müssen. Sie haben diese Gedanken aus Sais Kopf geholt? Ich verstehe das nicht. Okay, aber deswegen musst du dich jetzt ja nicht verschämt in die Ecke stellen. Das bin nicht ich. So okay. Bin ich gar nicht. Da kommt kein neuer Dialog. Ich werde mich um sie kümmern. Du wirst hier sicher sein, mein Herz. Der Ziel ist immun. Aber nicht weiter mit der Steinfaust bei ihr. Da ist sie zu stark. Alter. Okay, aber es ist so, wie ich gesagt habe. Lyris zieht die Aggro auf sich. Und ich kann hier ein bisschen Schaden machen. Macht sie dann auch mal bei mir Schaden. Aber Alter. Okay, sie hat sich verwandelt. So sieht sie also wirklich aus. Was sind das für Teile? Unangenehm. Sehr unangenehm. Aber zu machen. Komm. Auf dem letzten Meter noch. Nicht schlapp machen. Schon wieder zu spät. Komm, mein Tierchen. Zeit für deine nächste Sitzung. Ja, wie der da reingezogen wird. Sehr unangenehm. Einen Moment. Wenn ich Manny Marco in die Hände bekomme, schlitze ich diesen Verräter von oben bis unten auf und wasche mir die Hände in seinem Bauch. Okay, sie ist jetzt im Angry Mode, aber wir müssen, glaube ich, ein bisschen kühlen Kopf behalten. Ja, da wäre vielleicht Abnur Tarn, der wäre mit solchen Situationen, auch mit seinem eigenen Doppelgänger, wahrscheinlich viel cooler umgegangen. Sie ist jetzt, boah, wie sie schaut. ja, warum hat diese Doppelgängerin ausgesehen wie ihr? Woher soll ich das wissen? Sai und ich sind Freunde. Gute Freunde, mehr nicht. Ja. Aber Sie haben ja diesen Gedanken aus Sais Kopf geholt, oder? Was? Nein! Unsere Freundschaft beruht auf Ehre und Treue und nicht auf törichten Liebeleien. Es tut mir leid. Ich wollte euch nicht so anblaffen. Das kommt alles nur so unerwartet. Es verwirrt mich. Ich glaube, wir sind soeben Manny Marcos Herzogin der Pein begegnet. Der werde ich zeigen, was wahres Leid ist. Wenn ich ihr meine Axt in den Schädel schlage. Lasst uns weitergehen. Und hört zu, behaltet diese ganze Sache bloß für euch. Ich brauche etwas Zeit, um herauszufinden, was das genau bedeutet. Naja, du müsstest halt einfach mal ein bisschen auf dein Herz hören. Oh, ein Getränk. Noch ein Getränk.
ätherischer Fusel. Und ein Brot. Cool. Flügelfleisch. Rettich. Kann ich schon nicht mehr mitnehmen. Aber... Moment. Ausdauerregeneration. Ja, so geil ist die gar nicht. Hartes Brot von vorgestern. Das ist aber... Das ist das hier, ja. Das ist schon deutlich stärker als das. Lebensregeneration. 20 bis 24. Ist nicht so schlecht. 15 bis 19. Hm. Ja, aber es wird... Die werden jetzt immer schwieriger, die Bosse. Deswegen werde ich mir mal meinen Lebensbalken einfach vergrößern. Hat bislang immer gut geklappt. Vielleicht klappt das auch diesmal. Hä? Wo müssen wir hin? Ernsthaft, wo müssen wir hin? Ach so. Dahinter. Weil der Luftlinie anzeigt. Wir müssen einfach hier durch. Wir bekommen nicht viel Besuch hier in den Hallen der Qual. Aber wir haben immer Platz für ein paar neue Dauergäste. Oh, jetzt geht das wieder los. Das gibt's doch gar nicht. Die steht doch einen Meter daneben. Wie kann die denn da getroffen werden? Da müsste ich doch auch immer getroffen werden. Durchhaltevermögen, so viel Ehrgeiz, so viel Tapferkeit. Zu schade, dass wir euch bei lebendigem Leibe häuten und eure Eingeweide verschlingen werden. Okay, das ist aber nicht so nett. Amethysthalskette. Was macht die denn? Gar nichts, oder wie? Okay, sie ist gleich down. Holst du dich jetzt auch wieder von alleine oder nicht? Oh, sie läuft einfach weiter. Wer ist dein Doppelgänger von Tarn? Huch! Hallo? Okay, Spell hat nicht funktioniert. Wollte ich nochmal den Dialog hören. Hallo? Also irgendwie gehen gerade die Tasten nicht. Erst ein Doppelgänger von Tarn, dann einer von mir? Was für ein Spiel treiben diese Horker hier? Es ist ein Wunder, dass Sai noch nicht ganz den Verstand verloren hat. Bleiben wir in Bewegung und hoffen wir, dass er noch eine Seele hat, die man retten kann.